meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Neueste Folge Starfield. Ja, läuft alles mittlerweile butterweich auf dem Rechner. Ja, ich komme gerade aus der Natur. Ich habe eine große Rollertour wieder gemacht. Ich wohne jetzt ja nicht mehr auf dem Dorf, sondern in der Stadt. 90 Kilometer weg von dem Dorf. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr Geld sparen wollt. Pfeifentabak kaufen. Den Brookfield zum Beispiel, den Nummer 1 oder Nummer 2. Der Nummer 2 ist ein bisschen mehr mit Kirsche. Und der Nummer 1 ist ein bisschen mehr mit Vanille. Sind 50 Gramm drin. Also normalerweise ist ja ein großer Beutel 40 Gramm bei Tabak. Und ihr bezahlt für den Tabak mit 5,50 Euro. Ja, und den kann man stopfen. Und den rauche ich auch gerade. Riecht sehr angenehm. Und ihr spart auf Dauer ganz schön viel Geld. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die anderen Tabaks nimmt, American Spirit oder so, kosten auch genauso viel. Also fast 5,50 Euro auch. Sind aber nur 30 Gramm drin. So, und bei Pfeifentabak habt ihr 20 Gramm mehr. Ne? Das ist ein Spezialtrick. Ich hatte den mal früher, wo ich noch auf dem Dorf gelebt habe, 7 Jahre, bei meiner Stammtankstelle, habe ich auch mir meinen Tabak gekauft. Und die haben mir dann, einen Moment, ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Und die haben mir dann 2 Proben gegeben, a 5 Gramm. Hat mir gut gefallen und dann habe ich mir gleich 2 Beutel gekauft. Ja, und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, weil in der Pfeife ohne einen Filter drin kratzt das ein bisschen alles. Ja, und bei einer gestopften Zigarette hat man natürlich einen Filter, ne? Also sowas könntet ihr ruhig mal austesten. So, wir haben hier den Auftrag ausgeführt. Wir mussten auf einen anderen Planet. Wir haben auch schon den nächsten Auftrag. Ich muss mal richtig reinkommen. In dem Spiel bin ich noch nicht ganz zu Hause. So. Sofort fällig. Das sind immer diese Aufträge mit Schulden eintreiben, ne? Und diesmal nicht das ohne Gewalt hinbekomme. Es kann aber auch mit Gewalt gemacht werden. Da gibt es aber nicht so viel Kohle. Aber wir wollen eigentlich das mit dem Haus machen. Also was heißt eigentlich? Das wollen wir jetzt als erstes machen. Wegen der hohen Hypothek. Also man kann das Traumhaus denn haben. Man muss aber eben diese Credits haben. Um das zurückzubezahlen. Wöchentliche Hypothekenzahlungen leisten. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Wie viel Hypothekenzahlung. So, auf Karte anzeigen. Wir müssen ein Geschäftsdistrikt. Ich weiß nicht, ob man so kann man, wenn man einmal da gewesen ist, dann kann man gleich dahin reisen. Das spart man sich das ganze Laufen. So, da hinten ist er schon. Oder es war derselbe. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Mal sehen. Ach so, jetzt verlieren wir Gesundheit. Wir sind überladen, aber... Nee, überladen noch nicht, aber... Ist egal, wenn ihr meine Folgen verfolgt habt. Nee, wir müssen das mit ihm besprechen. Na gut, dann machen wir das. Ich wünsche dir viel Glück, ehrlich. Die Zeit mit dir ist der Höhepunkt meiner Woche. Absolut. Die Galbank ermöglicht die Zivilisation. Unser Ruf muss makellos sein.
Die Leute müssen sich auf uns verlassen können, um für die Zukunft zu investieren, auf eine Wohnung zu sparen oder einfach Essen zu kaufen. Inkasso ist natürlich nicht die glamouröseste Abteilung der Bank, aber jeder tut seinen Teil. Wir müssen es versuchen. Wenn jemand abhaut, sind ja auch die Credits einfach weg. Mit den Credits hätte man einem Ehepaar ein Darlehen für eine Hydrokulturfarm geben können. Oder sie schaden unserem Aktienkurs, was bedeutet, dass sie allerlei Rentenfonds weniger Geld auszahlen können. Ja, es wirkt hoffnungslos, aber unsere Arbeit ist wichtig. So, und ist es los? Genau, kleines Haus, im Olympus-System, richtig? Die Immobilie ist belastet. Argus Extractors hat ein sehr gutes Darlehen für dich ausgehandelt. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich. Wenn du eine verpasst, kein Ding. Das läuft im Umlageverfahren. Aber ich glaube, wir wären alle zufriedener, wenn du dich um die Hypothek kümmerst. Welche Option habe ich? Ich bin wirklich glücklich mit dem Haus. Das Ganze kommt mir wie Abzocke vor. Es ist also kein Problem, wenn ich mal nichts zahlen kann. Naja, du kämst dann nicht in dein Haus. Aber wenn du die Immobilie ruhen lässt, wirkt sich das nicht negativ aus. Fast wie eine Vermietung mit Mindestlaufzeit. Normal bei einigen Mining-Firmen. Okay. Gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich um das Darlehen zu kümmern. Die erste. Du zahlst die Hypothek ab. Dann gehört das Haus dir, ohne Wenn und Aber. Und du kannst dich über deine Immobilie freuen. Die zweite. Du lässt es einfach. Und die Immobilie wird zwangsversteigert. Oder lass die Gelbank dein Traumhaus versteigern. Ich habe gerade keine, um den Kredit zurückzuzahlen. Die Bank soll das Haus nehmen. Erledige das. Und wickle die ganze Sache ab. Dann ist es weg, ne? Dann müssen wir es erstmal alles so lassen. Das ist wohl schon gemacht mit dem Kredit, dass wir da immer wieder jeden Monat was abgebucht bekommen. Wie viel werden wir denn sehen? Gerne! Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Da kommen wir denn so nur nicht rein. Alles klar, dann wissen wir das schon mal. Ich hoffe wirklich, du nutzt unsere Möglichkeiten für Ferngeschäfte. So, hinten ist aber noch was gewesen. Dein Traumhaus, zahle Landry besuchen. Ja gut, das wollen wir auf jeden Fall haben, das Haus. Das ist wie bei Skyrim ungefähr, ne? So, mal gucken, was hier noch war. Haben wir besprochen. Boah, letztendlich können wir das erstmal ruhen lassen jetzt. Das brauchen wir jetzt auch nicht machen. Das machen wir nachher immer wieder Geld mit. Aber wir kriegen auch so weiter Geld. Aktivitäten. Unterbringung. Sprich mit Viewport. Gut, dann machen wir das. Das ist eine der Hauptmissionen. Die erste von der Constellation übrigens. Sieht man hier auch. Das haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Ja. Gut. Auf Karte zeigen. Müssen wir eigentlich gleich schnell hinreisen. Ja. Natürlich sehr gut. Ja, und dieser Tabak, der, also der raucht ja an einer Zigarette auch viel länger. Also da würde ich sonst drei Zigaretten fast rauchen. Der brennt fast gar nicht runter. Also das wird qualmt auch nicht viel. So, sind wir in der Lodge. Müssen wir zu Sarah wieder. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ach, sie ist oben. Die schläft wahrscheinlich gerade. Mal gucken, ob wir hier mit der Uhrzeit was sehen können.
0:07. Wir haben einen Skillpunkt. Rangherausforderung, das ist eben das hier. Wir müssen jetzt die abschließen, dann können wir nachher 50 Kilo mehr tragen und irgendwann sind es 100, ne? Ja, das wollen wir pushen. Wir haben jetzt hier wieder 433 Meter. So. Das ist sehr viel, dieser Skill Tree. Also wenn man überlegt, dass man die Herausforderung machen muss, um das überhaupt fertig zu haben, einen einzigen, ne? So, sozial. Das mit überzeugen. Das mussten wir schon ein paar Mal machen. Das ist eigentlich sehr wichtig. Obwohl, wir brauchen auch Geld fürs Traumhaus. Und ich spare mir das lieber erstmal auf. Weil es im Moment Kampfforschung. Ich zeige euch das mal. Fliegen. Das müsste auch hier drin sein. Dieb ist es nicht. Plündern. Beim Durchsuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzliche Credits findest. Das, wenn man Behälter aufmacht, das macht man ja ziemlich am Anfang schon. So ein Skill ist schon mal wichtig am Anfang. Zusätzliche Munition. Beim Durchsuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzliche Hilfe-Items. Getrackte Ressourcen werden beim Benutzen des Handscanners hervorgehoben. Also der eine ist jetzt schon mal sehr wichtig, weil wir eben, das sollten wir machen. So, plündere 25 Behälter. Mhm. So, und ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich auch. Mal gucken, ob man hier irgendwie sich ausruhen kann, dass die Zeit schneller läuft. Oder wir können sie aufwecken, das kann natürlich auch sein. Gut, wir gehen einfach mal so zu ihr. Wecken sie auf. Bist du bereit? Oder brauchst du noch einen Moment allein? Ein Team, bis wir das Artefakt haben. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch, egal was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen, klar? Verstanden, das klingt fahrlässig. Eine Organisation sollte Regeln haben. Was heißt das? Euch ist egal, wenn ich etwas stehle, solange ich nicht erwischt werde? Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen Seite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Wir gehen Risiken ein. Manche von uns haben schon häufiger eine Zelle von innen gesehen. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenzug hast du Freiheit bei der Wahl deiner Mittel. Okay. Nicht fahrlässig, das lassen wir so. Gut. Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Ja. So, es ist erstmal, du kannst Sarah. So. Moment. Nee, das ist nicht so. Okay, geht weiter. Er bleibt denn hier unten, ne? Das ist eigentlich unser Begleiter. Dann müsste hier jetzt warten. Jetzt brauche ich schon 14 Minuten mit euch die Zigarette. Mit dem Pfeifentabak, falls jetzt neue Leute zuschauen. Nicht nur mehr Tabak fürs Geld, sondern man raucht auch viel länger dadurch und schmeckt auch gut. Obwohl der ist ziemlich stark, ne? Das ist ein starker Tabak. Ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt. Aber es hat nicht geholfen. Stromausfälle. Sie ist am Start, ne? Ist sie am Start?
wollte gerade sagen. Ob wir jetzt so hoch müssen? Ich glaube schon. Alter, was? Das können wir jetzt natürlich schlecht sehen. Ich glaube. Vielleicht können wir von hier aus wieder runter. Alter, schau euch das an. Nee, das. Gucken, ob man hier jetzt runterspringen kann. Nee, das ist. Zu viel. So, aber hier geht das. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr erreicht. Und zack. So. Ist auch gut runter. Vorher speichern. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Vielleicht später. Erst müssen wir das für die Constellation klären. Klar will ich zur Vanguard. Wo muss ich unterschreiben? Nein, ich will Sterne erkunden, keine Kriege führen. Was ist die Vanguard? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen, Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Also ich glaube, wenn wir da jetzt unterschreiben, kommen wir dann woanders nicht mehr rein. Das weiß ich nicht. Ich bin noch mehr, ihr wisst, was ich meine. So. Klasse! Fehlen nur noch ein paar Formulare, der UC-Orientierungskurs, die Prüfung und eine Probemission. Wir müssen ja sicher gehen, dass du da draußen bestehen kannst. Wenn du dich gut machst, hütest du schon bald den Frieden. Vergiss nicht, dass ich sie wieder brauche, wenn du ihr dein schickes Outfit angezogen hast. Keine Angst, Sarah. Ich vergesse dich nicht. Und unsere kleine Sache hinterher auch nicht. Eins nach dem anderen. Begib dich zur Orientierungshalle und melde dich am Registrierungsterminal an. Das System führt dich durch den Rest. Oh, und wenn ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, musst du mit den Colonies alles klären, bevor wir dich annehmen. Aber falls du Fragen hast, kann ich sie dir beantworten. So. Wir wollen aber weiter die andere Mission machen. Ja, Moment. So. Muss denn ja Fraktion, ne? Die ist das. Registriere dich. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. Das sind Fraktionen. Wir werden natürlich jeder Fraktion beitreten, so, wenn es so geht, ne? So. Die bleibt. Ja. Gut. Hast du Fragen? So, alles klar. Ach, stimmt. Hätte ich vor lauter Rekrutierung fast vergessen. Mhm. Ich nicht. Spuck's aus, John. Bevor du noch versuchst, sie zu überreden, zu den Marines zu gehen. Okay, pass auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara.
der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Reden mit ihm, wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird das als Zierat missbraucht, schlimm. Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet er unser Objekt. Wer ist dieser... Moment, was ist denn am Sol-System so schlimm? Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrutnummer 81 oder so. 81? Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Im Sol-System gibt es viele Planeten. Aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Dann also auf nach Cydonia. Eine Bar in einem Raumhafen klingt gemütlich. Kannst du mir etwas über Cydonia sagen? Hat Moera gesagt, wo er diese Kühlerfigur gefunden hat? Musst du ihn fragen, aber Vanguard-Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einem Piraten abgenommen hat oder so. Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Hat schon was, einfach Helium zu verbrennen und zu sehen, wohin die Sterne einen führen. So, ich glaube, das war's. Was ist der denn? Ja, der Aufzug, ne? Wenn du keinen Termin hast, musst du bitte in der Lobby warten. Steht hier so noch nicht dran. Wir müssen mal gucken. Müsste uns da eigentlich. Frag in Cydonia nach Moara. Wir müssen Vanguard Moara finden, der im Besitz eines Artefakts sein könnte. Zuletzt wurde er auf Patrouille im Sol-System gesehen. Auf Karte zeigen. Wir müssen woanders hin. Sind wir denn hier im Sol? Nee. Wir sind hier, ne? Schon. Ja, wir sind hier. So. Ein Sprung. Treibstoffverbrauch 6. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt schon wieder 50 voll haben. Gut, wir legen mal los. Auf die schnelle Tour. Düsen wir drauf los. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Landefreigabe erteilt. Schönen Aufenthalt in Cydonia. So. Wenn wir mal scannen. Ich weiß nicht, Analyse, ob wir das jetzt schon gemacht haben. Ich glaube so. So. Nochmal. Jetzt kann man den scannen. Analyse 71%. Oh, hier gibt es einiges. Wasser, Blei, Chlor und Chlors
Silian. Ich guck grad was. Das sind diese Vorkommen, ne? In der letzten Folge war das so. Da. Moment. Ja. Da muss man denn sowas, so ein Ressourcenteil draufbauen, wenn man schon sowas. Also, es ist zu schwer, euch das jetzt zu erklären. Landeziel festlegen, ne? Gucken. So. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Falsche Knopf gedrückt, ey. Na, das ist bestimmt anderen Leuten auch schon mal passiert, da war ich ein bisschen zu hastig. Ihr könnt meine Videos vor- und zurückspulen, ich schneide sie nicht. So. Ja, durch SSD haben wir natürlich sehr schnelle Ladezeiten, insofern ist es nicht so schlimm. Sein. Sarah. Ist sie da? Ja. Schleudersitz. So sieht das Ganze hier aus. Hier runter. So logisch. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Graphantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Cydonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Ich mag es. Ich bin an. Willst du irgendwas abladen? Der Pfeifentabak auch automatisch aus. Den Effekt hat man ja eigentlich nur mit Hanfblättchen. Das ist eine geile Sache. Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus.
Vielleicht wollen die ja nicht verlängern. Das ist doch Bullshit. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Es gibt also immer mehr als genug Arbeit. Na, was habt ihr denn hier Schönes stehen? Das wäre jetzt aber alles zum Stehlen, also das machen wir auf gar keinen Fall. Also noch nicht. So. Ist ja auch was Spezielles zu sagen. Ist in deiner Crew noch Platz? Mhm. Was kostet mich das? Eigentlich nicht, nein. Worauf hast du dich spezialisiert? Ich habe mich auf Teilchenstrahlwaffen spezialisiert. Hast du eine an Bord? Kann ich deine Feinde in Atome verwandeln? Das klingt interessant. Teilchenstrahlwaffensysteme. Ich weiß bloß nicht, ob wir das haben, aber man kann sie auch wieder, wenn man sie angeheuert hat, wieder entlassen, ne? Ich mache dir ein faires Angebot. 7.000. So viel zahle ich nicht. Überzeugen. Ich glaube nicht, dass ich dir so viel zahlen sollte. Testen wir mal. Warum das denn? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Für so viele Credits könnte ich 2 von deiner Sorte anheuern. Lieber so. Testen wir mal. Ich bin nicht verzweifelt, aber das ist ein gutes Argument. Klingt gut. Abgemacht. Ja, das... Erstmal raus. Sonst verscherzen wir uns das. Wie viele Credits haben wir denn jetzt? Ich glaube, das sieht man im Inventar, ne? 60.000. Wir brauchen ja auch die Hypothek nachher, ne? Wir werden auf viele Begleiter noch stoßen. Also ich will das Geld lieber erstmal nicht ausgeben. Obwohl, doch, mir fällt was ein. Wir haben jetzt auch... Ich zeige euch das gleich mal. Kein Ärger und kein Stress. Ich bin kein großer Fan von der Aufregung und dem Drama hier. Jede Menge. Boah. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Will ich aber auch hoffen, sonst musst du dir nämlich eine andere Bar suchen, und zwar zackig. Alles. Ich verkaufe keine Plörre. Wir haben Bier, Wein und Schnaps, aber keine schicken Cocktails, jedenfalls nicht sowas wie Neon oder New Atlantis. Wenn man einen Schnaps mit etwas anderem mischen muss, damit der schmeckt, sollte man lieber die Finger davon lassen. Absolut. Ich trinke auch lieber pur. Besten Jägermeister oder Amaretto ist auch gut oder Eierlikör. Der war lange nicht hier, ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Könnte sein, ja. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also... Moment, du siehst seinen Text neben deinem Namen. Ach hier. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst. Zahlen. Schöne Zahle. Nee. Du willst Profit daraus schlagen, dass er Hilfe braucht. Hast du einen Tipp, wie ich an Geld kommen kann? Mach erstmal das.
Ich habe hier ein schwarzes Brett für Jobs im Weltraum. Ist super, um schnell ein bisschen was zu verdienen. Ja. Hier die Auftragsbörse an. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, um Kohle zu machen. Das ist ja schon mal wichtig. Wir können jetzt auch ihn überzeugen. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. 1000. So, und jetzt versuchen wir ihn noch zu überzeugen. Hey, ein Cydonia-Leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Was ist dir wichtiger, das Geld oder Moras Leben? Stell ihn dir bitte da draußen vor, Mutterseelen allein, und du machst dir Gedanken über Geld. Jede vergeudete Minute könnte sein Schicksal. Wir machen das hier. Ich will ja, dass ihr ihn findet. Okay, ich gebe auf. Geil. Ich muss eben über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Okay, wenn es uns niemand sagt, sag ich es eben. Ich wäre dann bereit, ins Meer umzuziehen. So, meine lieben Freunde. Okay, tief. Ja. Da verdient ich sage man nur, was dass ich ganz, fertig bin. Ganz ich gehe ins Meer. Kommt jemand mit? Ich würde sagen, zu Venus. Ich habe am 2. Oktober Geburtstag. Es ist ja bald. Wir haben heute den 25.09. 20.27 Uhr. Am 2. Oktober habe ich Geburtstag. Mein Planet ist auch Venus. Das zum Abschluss, weil ihr durchgehalten habt, euch das Video anzuschauen. Was mich sehr freuen würde. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, speichern wir, wie gehabt. Ich serviere hier seit über 40 Jahren. Das kann ich so viel Stabilität genießen. So. Ja. Neueste Folge Starfield. Das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Euch wahrscheinlich auch, sonst wärt ihr nicht mehr dran. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Euer Robin Hood. Bye bye.